Hallo ihr Querlinge! In dieser Episode von Baldur's Gate 3 stoßen die Gefährten endlich von Angesicht zu Angesicht auf den Nekromanten Balthasar. Und der ist vom Erscheinen der Helden zwar nicht sonderlich angetan, erzählt ihnen aber trotzdem von seiner Familie. Brr. Los geht's! Der Kampf gegen die untoten Justiziare und Schattenbeben ist vorbei. Deringil kann sich ein bisschen entspannen und Balthasar hat sein Türchen geöffnet, auf das wir mit ihm sprechen können. Von Angesicht zu Angesicht, das wird spannend. Vorher gibt es hier draußen ein paar Sachen zu plündern. Das würde ich mal großzügig überspringen im Video und euch nur dazu nehmen, wenn die Helden irgendetwas Besonderes finden. Und da gab es erwartungsgemäß nur ein bisschen Beute, über die wir nicht weiter sprechen müssen. Dringil hat beim Plündern hier sämtliche Lichter angezündet, um Schar ein bisschen zu ärgern. Schattenherz findet es nicht gut, aber da muss sie durch. Und jetzt gehen alle Helden hier in diese Kammer zu Balthasar, von dem sie nicht wissen, ob er nicht möglicherweise auch selbst untot ist. Mit Haste. Aber er war es angeblich nicht, als er aufbrach. Na dann. Erstmal ein prüfender Blick. Das ist Balthasar. Er ist korpulenter, als die Helden gedacht hatten. Und er hat irgendwie ein sehr zerschnittenes Gesicht. Kommandant der wiedergeborenen Toten. Also Balthasar ist eine sehr zwielichtige Gestalt. Er spielt nicht mit offenen Karten. Aber, ach doch, er ist auch ein Untoter, ja. Also die Helden beäugen ihn genauestens beim Herannähern und meinen, dass er untot ist, aber so hundertprozentig sicher sind sie sich nicht. Na dann. As well. Not just any true soul would have succeeded in following my path through this place. You should be pleased. Mhm. Er begrüßt uns als den Eindringling und fügt hinzu, nicht jede wahre Seele hätte es geschafft, meinem Pfad durch diesen Ort zu folgen. Ihr solltet zufrieden sein. Also jetzt bei näherer Betrachtung und wenn seine Stimme besser zu hören ist, ist sich Dringil ziemlich sicher, dass er untot ist. Die Frage ist, wann ist das passiert? So wie sich Sedrell ausdrückte, wir haben sie ja gefragt, was ist, wenn Balthasar tot ist? Dann sagte sie, tot zu sein ist nichts, was Balthasar lange aufhalten würde. Zu dem Zeitpunkt hätte sie ja sagen können, er ist doch schon lange tot gewesen oder das ist nichts Neues für Balthasar. Es scheint so zu sein, als wäre er lebendig aufgebrochen aus dem Türmen des Mondaufgangs und jetzt ist er hier untot. Also hat er wohl auch sehr unter den Angriffen der Schattenbeben und ähnlichen scharitischen Kreaturen gelitten. Wir sind vordergründig bisweilen miteinander verbündet, weil er glaubt, dass wir im Auftrag seines Vereins hier sind, um ihn zu unterstützen oder was auch immer. Ob das so bleiben wird, dieser Waffenschildschrank, das werden wir sehen. Wir können sagen, Balthasar nehme ich an. Sedrell hat mich geschickt. Sie glaubt, ihr lauft Gefahr, euren Meister zu enttäuschen. Ach, das sollten wir ihm nicht sagen. Dringil hat das Gefühl, dass der ganz eigene Sachen verfolgt. Ich habe direkt vor eurer Nase gekämpft. Eure Hilfe wäre nützlich gewesen. Das könnte man sagen. Wahre Seele, mutig von euch, mich als Kameraden zu sehen. Das würde unsere Deckung auffliegen lassen. Natürlich geboren? Wie natürlich? Hä? Natürlich geboren? Ah. Hier war noch ein Satz, der ist nicht ausgesprochen worden, glaube ich. Also, der erste Satz von Balthasar war, ah, ein Eindringling und gesund und munter. Ein recht vielversprechendes Exemplar für einen natürlich Geborenen. Den Satz versteht Dringil nicht. Was meint er damit? Ja, Nummer 4 nachzufragen ist in Ordnung.
Und Nummer 2 finde ich auch in Ordnung. Den Rest finde ich nicht so spannend. Was hat er denn zu handeln? Er hat einen Trank des Trank der Geschwindigkeit. Die nehme ich gerne. Die ganzen anderen Sachen sind für Alchemie. Das nehme ich ihm auch gerne ab. Nee, das nicht. Ockergallertschleim her damit. Also das nehmen wir alles. Okay. Jetzt müssen wir ein bisschen Geld rüberreichen und dann passt das aber. Also, ich habe direkt vor eurer Nase gekämpft. Eure Hilfe wäre nützlich gewesen. Do you truly expect your betters to sully their hands to aid you at every turn, true soul? Such a poor grasp of hierarchy. But never mind. Your potential may outweigh your ignorance. I am Balthazar, chief advisor to General Thorn, and entrusted with a mission of utmost importance. Do you know what is at stake here? Also, er gibt den Vorwurf direkt zurück, indem er unterstreicht, dass Vorgesetzte sich nicht die Hände beschmutzen, als ob man seine Hände noch beschmutzen könnte, um sich bei jeder Gelegenheit als Unterstützung für einen Untergebenen zu gerieren. Aber unser Potenzial mag ihn diesen Mangel an Demut vergessen lassen. Er stellt sich vor und schließt mit den Worten: Wisst ihr, was hier auf dem Spiel steht? Er sagt, er ist auf einer sehr, sehr wichtigen Mission unterwegs. Ah, ist ja gut. Wir können mal in Dringils blonden Gehirnwindungen nach dem Namen Balthasar fahnden lassen. Mal gucken, ob das was bringt. Nein. Keine Ahnung. Und das lasse ich auch so. The thought eludes you. Perhaps you saw a passing reference in some old tome. Wir wissen nicht, wer Balthasar ist, aber denke ich, wird das Gefühl nicht los, dass er den Namen schon mal gehört hat. Irgendwann, irgendwo. Also. Wir spielen mit offenen Karten und erwähnen auch seine Notizen. Zedrell hat von einem Relikt gesprochen. Schnauze, Zombies. Zedrell hat von einem Relikt gesprochen, das ihr in euren interessanten Notizen als das Nachtlied bezeichnet habt. Interesting and private. Give me one reason why I shouldn't have my creations kill you right now, thief. Na? Es hat ihm nicht gefallen, dass wir ihm gesagt haben, dass wir an seinen Notizen rumgeschöbert haben, aber Drinky wollte ihn ein bisschen ärgern. Interessant und privat. Gebt mir einen Grund, wieso ich nicht sofort meine Kreaturen auf euch hetzen sollte, Dieb. Jetzt kommen wir mit seinem eigenen Argument und sagen, ganz einfach, ihr braucht mich, tut nicht so. Das läuft. Usefulness may outweigh your insolence for now. There are much grander things at stake. The Night Song is my finest creation. If I never exceed myself, I will still die happy. Not that I ever intend to do something as gauche as truly dying, of course. Now, given your prying nature, I have work for you as a scout. The Night Song lends the general his strength, his invulnerability. It must be recovered before his enemies attempt to exploit it. Okay, also das muss ich mir am Original lesen. Er sagt tatsächlich, also unsere Nützlichkeit wiegt unsere Unverschämtheit für den Moment auf, denn es stehen für Balthasar größere Dinge auf dem Spiel. Das Nachtlied ist mein Meisterwerk. Das ist eine neue Information. Wenn ich mich nicht mehr übertreffe, könnte ich dennoch glücklich sterben. Nicht, dass ich etwas so Törichtes wie zu sterben vorhätte.
Nun, da ihr so neugierig seid, habe ich Arbeit für euch. Ihr könnt spähen. Das Nachtlied verleiht dem General seine Stärke, seine Unverwundbarkeit. Es muss wieder beschafft werden, bevor seine Gegner es nutzen. Also, dass er Nachtlied erschaffen hat, ist komplett neu. Nachtlied scheint ja ein sehr altes Relikt zu sein. Dass er da das gemacht haben soll, das ist wirklich erstaunlich. Er könnte aber auch nur so meinen, dass er das vorhandene Relikt Nachtlied so umgebaut hat, dass es Keterik Torm schützt. Das könnt ihr vielleicht auch meinen. Also. Wir müssen Nachtlied wieder beschaffen, ja. Wir wollen mal seit meiner Eitelkeit ein bisschen kitzeln. Vielleicht erzählt er uns ein bisschen mehr. Das klingt, als ob ihr aus gutem Grund stolz auf das Nachtlied seid. Erzählt mir mehr. And spoil the surprise? I think not. But let's just say that the Night Song was a unique specimen even before I began my work. Words, even my words, are woefully insufficient. When you see for yourself, you will understand. Aha. Also, er will uns die Überraschung nicht verderben. Jetzt kriegt Trinkel ein bisschen Herzklopfen. Balthasar sagt, das Nachtlied war schon einzigartig, ehe ich mit meiner Arbeit begann. Worte werden ihr nicht gerecht. Auch er sagt sie zu Nachtlied. Nicht mal meine Worte. Also seine Worte sind schon besser als die Worte von anderen, ja, völlig klar. Ihr werdet es selbst sehen und verstehen. Also, so langsam beschleicht Trinki das Gefühl, dass das Nachtlied irgendwas mit dem Succubus zu tun haben könnte. Weil der tote Zelot im zerstörten Flügel, der sollte irgendeinem Lied folgen. Warum sollte Balthasar einen seiner Zeloten nach einem Lied ausschicken, wenn das nicht direkt etwas mit Nachtlied zu tun hat, weil er es hier um Nachtlied zu wieder die Finger zu kriegen und nichts sonst? Also, daraus schließe ich, dass Nachtlied singt, was so auch zu dem Namen passt. Wir wissen, dass Nachtlied jetzt schon von zwei Personen als sie angesprochen wurde. Und wir wissen, dass da irgendwo... Oh, meine Güte. In dem zerstörten Flügel irgendwo ein Succubus an Spinnenkadavern rumleckt. Einen Succubus könnte man als sie ansprechen. Ein Succubus hat gewisse Kräfte. Und vielleicht kann man einen Succubus ja irgendwie untot machen und damit unter seine eigene Fuchtel kriegen. Also im Augenblick glaubt Dringil, ohne es näher zu wissen, aber einfach mal irgendwas in den Raum zu stellen, an dem man sich festhalten kann, als Hypothese, dass es sich bei Nachtlied um einen untoten Succubus handelt. Den gab es schon vorher, das passt zu Balthasars Aussage. Und er hat diesen Succubus irgendwie halt untotisiert. Ne? Also, wir spielen natürlich mit im Augenblick. Was soll ich tun? I do not need you or your help. But you are here in spite of that, so I may as well make use of you. The Night Song is close, but the way is by, and Shah's dead are uncooperative. Clear the path for me by blade, cunning, or whatever it takes. I will remain here until you have succeeded. Fallen. I'd trust this gas bag about as far as I can throw him, which isn't far. But perhaps better to play along for now. Also, er... Was sagt er? Er sagt, er braucht uns nicht, aber wenn wir schon mal hier sind, können wir es nützlich machen. Das Nachtlied ist nah. Doch der Weg ist blockiert und Shahs Tote kooperieren nicht. Macht den Weg frei für mich. Und er bleibt hier, bis wir es geschafft haben oder gefallen sind. Schattenherz traut ihm nicht, aber da ist sie nicht alleine. Trinki kennt solche Gestalten. Wir können mal gucken, ob er uns noch ein bisschen was gibt. Schurkische Überzeugung. Ja. Weitere Mittel, damit wir unseren Auftrag besser erledigen können. Fine. I will assign flesh
to aid you on your way. Ring this bell, and he will come. My brother is no intellectual powerhouse, but he is strong, loyal, and punctual. Should a fight turn against you, remember the bell. Okay, wir bekommen ein Glöckchen, mit dem wir diesen untoten Oger herbeiholen können, den er als seinen Bruder bezeichnet. In der Tat ist der Kopf auf diesem Ogerkörper kein Ogerkopf. Kann schon sein, dass er seinen eigenen Bruder da irgendwie verpflanzt hat, kopfmäßig. Aber würde Dinky da jetzt drauf eingehen? Wir würden erstmal den Orton ansprechen. Und der Orton in diesen Ruinen, ist er euch Freund oder Feind? The devil is of no relevance to my goal. Besides, it seems you handled him well enough. I no longer hear that blasted singing of his. Perhaps I will seek out his carcass, should I be afforded the opportunity. Surely there are some parts I could put to use. Du hast keine Ahnung von einem Ortonen, ne? Also, der Teufel spielt keine Rolle, aber er glaubt, wir hätten ihn schon besiegt und vielleicht suche ich seinen Kadaver, wenn ich dazu komme. Ich kann sicher noch ein paar Teile verwenden. Nein, denn dieser Orton hat sich selbst in die Luft gesprengt und da findest du nur noch Bröckchen, aber Bröckchen mag dich ja auch interessieren. Wir können nochmal ihn fragen, ob das wirklich sein Bruder ist. In part, yes. My poor unborn twin. Mother always resented me for it. Said I strangled him in the womb. If you can believe such tripe. Besides, once I developed my powers, I fetched him from the graveyard. And brought him back. Gave him a new, better body. Alas, Mother was not pleased. Das ist eine Lügengeschichte, die Dinky ihm nicht glaubt. Also er sagt allen Ernstes, das ist sein ungeborener Zwillingsbruder. Und seine Mutter, also die Mutter von beiden, habe ihm vorgeworfen, dass er ihn schon im Mutterleib erdrosselt hätte mit der Nabelschnur. Und selbst wenn das so wäre, dann ist halt echt die Frage, wieso hat der so einen großen Schädel? Ein Neugeborenes hat einen sehr kleinen und sehr weichen Schädel. Der hält sich nicht. Der Knochen muss schon richtig aushärten, damit er überhaupt eine Weile im Erdreich übersteht. Und er behauptet, er hätte dann die Reste seines Bruders vom seines quasi totgeborenen Bruders, vom Friedhof zurückgeholt und hätte ihn da in diesen Körper reingepflanzt. Also, nein, das glaube ich nicht. Ich weiß, welche Überreste soll das denn gewesen sein? Von einem totgeborenen bleibt nicht viel übrig. Leider hat Mutter das nicht gefallen. Was ist eurer Mutter zugestoßen? Dinky fragt mal weiter, um mal zu gucken, was der so für Sachen noch erzählt. We're still close. She's in a jar. On the shelf. Over there. Wir sind uns noch nah. Sie befindet sich in einem Glas auf dem Regal dort drüben. wir könnten jetzt fragen, was wir uns irgendwie belohnt, aber da wir ja im offiziellen Auftrag des Kults hier sind, werden wir das nicht tun. Diese Fassade behalten wir bei und nehmen aber die Glocke. Flesh will remain here until called. Don't fear. He has very sharp hearing. I chose his ears myself. Now, get to work. Das kann man auch freundlicher sagen. Wir können einen Golem beschwören. Das ist ein Golem? Echt? Was ist das überhaupt für ein Ding? Sein Fleischgolem, tatsächlich. Naja, das Charisma geht so mit 5. Aber immerhin, es könnten auch 3 sein. Wenn man sich mal überlegt, dass Schattenfang in Pathfinder Charisma 3 hat und der hat Charisma 5, ist, finde ich, total ungerecht.
unveränderliche Gestalt. Zauberte die Gestalt ändern, funktionieren nicht. Erst rasend. Wenn die Gesundheit schwindet, magisch resistent. Dunkelsicht, Abneigung gegen Feuer. Wenn er Feuerschaden erleidet, ist er bei Angriffswürfen im Nachteil. Das ist schön. 200 Kilo. Heftig. So, wir gucken uns jetzt hier nicht weiter um. Nur mal so ganz kurz so einen Blick durch den Raum werfen lassen. Aber, ja. Wir gehen. Wir machen noch ein bisschen mehr Licht an. Vielleicht lockt das ja Schars Kreaturen an, während wir weg sind und die Tür offen. Und Ringil hat vor, diesen Golem vielleicht irgendwie kaputt zu spielen, aus Versehen. Aber schauen wir doch erstmal, wo wir überhaupt hin müssen. Wir kamen ja hier in den intakten Flügel hinüber. Und hatten bisher ja auch keinerlei Abzweig. Wir gehen erstmal da durch diese Tür. Weil dahinter dürfte es nicht mehr so wahnsinnig groß sein. Öffnen geht nicht. Zumindest haben wir keinen Schlüssel dafür. Aber das ist auch reichlich irrelevant. Das ist... ein Speicherpunkt, warum auch immer. Feed your bodies and rest your minds. Lady Sha needs her warriors strong and ready. Aha. Ruht und rastet. Sha braucht ihre Streiter in guter Verfassung. Aber wofür? Hier liegt einer. Herrenloses Tagebuch. Die Handschrift ist ein eiliges, schräges Gekrakel. Die Seiten sind voller Flecken, Tinte und möglicherweise auch getrocknetes Blut. Herrin Schar hält mich weiterhin am Leben, auch wenn eine Flucht unmöglich ist. Das Monstrum schleicht noch immer durch unsere Hallen, auch wenn die Kampfgeräusche nicht mehr in meine Ohren dringen. Ich fürchte, all meine Brüder und Schwestern sind bei der Verteidigung des heiligen Panzerhandschuhs der Nachtsängerin gestorben. Doch ich werde warten. Das Monster wird gewiss nicht lange bleiben. Das Monster müsste der Orton sein, weil der ist nachdem er durch die Grimmschmiede getobt ist, ist er ja dann hier gewesen. Und hat hier den dunklen Justiziar noch nachgestellt. Weil es gibt ja den, also der Orton ist ja nicht wie wir aus der Grimmschmiede nach oben und dann in den, irgendwie dann durch Reitwind durch ins Mausoleum, sondern der Orton ist ja aus der Grimmschmiede über den Weg, den es vielleicht nicht mehr gibt. Da wir Venere gefunden haben, ist er ja unterirdisch in diesen Tempel geraten. Das ist Dringils Theorie, dass es alles unterirdisch verbunden ist. Deswegen ist dieses Monster, von dem hier die Rede ist, das gleiche Monster, das auch die Grimmschmiede zerstört hat. Das war ein teuflisches Monster, also ein höllisches Monster. Und das muss der Orton gewesen sein mit seiner Meregon-Schar. Dafür gibt es sehr viele Hinweise, dass das so war. So, ja, der wartet also, dass der Orton sich verdrückt. Da hatte er aber... schlechte Karten. Ein kürzerer Eintrag. Die Handschrift ist noch schräger und erratischer. Das Monstrum ist immer noch hier. Warum verschwindet es nicht einfach? Und warum singt es? Wir haben den Orton nicht singen hören tatsächlich. Aber Balthasar sagte gerade, dass der Orton gesungen hat. Also das ist alles, ne, passend. Das Essen ist fort. Ich muss meine Kräfte einteilen. Der letzte Eintrag ist fast nicht mehr zu entziffern. Herrin, umarme mich bitte. Was hat sie dann gemacht? Schlüssel, wofür auch immer. Vielleicht für die Tür, durch die wir gerade durch sind. Justiziar, und zwar also ein dunkler Justiziar. Der hat sich ja seiner Rüstung entledigt, war ihm wohl so unbequem. Aber ob Schar das so toll fand, dass der dunkle Justiziar sich hier verkrochen hat und auf seinen natürlichen Tod mehr oder weniger gewartet hat, oder auf den Hungertod, statt
sich dem Orthol entgegenzustellen und Schars heiligen Tempel hier zu beschützen. Also, ob Schar das so toll fand, da macht Dringil ein Fragezeichen dahinter. Carla, was wird das denn hier? Ein Eispfeil? Soweit so gut. Also hier sind wir wieder in einem Gefilde, in dem sich Balthasar noch nicht umgeschaut hatte. In dem der Orton auch nicht war. Mit dem Hebel mache ich die Tür zu, oder? Was mache ich damit? Gar nichts. Na gut. Vielleicht macht der Hebel die Tür auch nur auf. So, gegenüber haben wir einige Vasen. Und den nächsten Sarkophag. Kann man nicht anmachen, die Kerzen. Na gut. Sind so hoch im Regal. Bisschen Licht. Ja, und da ist nichts weiter. So. Ja, das war doch nur ein Versehen, Schattenherz. Ich möchte nicht über Cazador sprechen. Ehrlich, wir haben gerade ganz andere Sorgen. Also, wir haben hier den nächsten Sarkophag, der ein Altar der Schar ist. So sieht... Ach so, tatsächlich, oder? Hä? Aber das sieht doch aus wie so ein Sarkophag, wie wir ihn immer gesehen haben. Aber das ist tatsächlich ein... Das ist ein Altar. Okay. Wir haben noch nirgendwo einen Altar der Schar gefunden, oder? Wäre mir nicht erinnerlich. Ich glaube, bei einem Altar der Schar, das würde Schattenherz erkennen und sich nach vorn drängeln. Und nach kurzer Prüfung hingebungsvoll zur dunklen Herrin beten. Das würden die anderen nicht tun, aber Schattenherz macht das, wenn sie hier einen Altar gefunden hat. Eben auch, weil sie feststellt, hey, das ist der erste und einzige Altar, den wir hier bisher gefunden haben. In diesem Tempel. Your prayers fade away. Nothing comes to you in return. No soothing presence, no spiritual embrace. Only darkness and silence. Your efforts must be inadequate. You must do more to please Shah going forward. Ja, also es passiert nichts. Die dunkle Herrin schweigt und Schattenherz kommt genau zu der, zu dem gedanklichen Trugschluss, zu dem so viele andere auch kommen, denn deine Anstrengungen sind unzureichend. Quelle? In Zukunft musst du mehr tun, um Shah zu erfreuen. Worauf basiert dieser Gedankengang? Also das ist wirklich so, ich habe ein Kind geopfert und meine Gottheit segnet mich nicht. Dann müssen es halt demnächst 10 Kinder sein. Es ist so, gut, das aber Schattenherz innenleben, das können die anderen jetzt nicht wirklich nachvollziehen, was sie da so gerade denkt und empfindet. Schar schweigen, deinen Körper und deine Seele versprechen. Also Dringil tätet es nicht. Karlach und Will auch nicht. Aber ich bin mir gerade unsicher, ob das Schattenherz nicht in diesem Moment täte. Eigentlich versucht Dringil sie ja so ein bisschen abzubringen von dem ganzen Schariten-Zeug, aber... Aber wir sind ja jetzt hier, wir steuern ja gerade Schattenherz und die anderen wissen nicht, was in ihr vorgeht. Ich glaube, sie würde das machen. Schar schweigen, deinen Körper, deine Seele versprechen. Vielleicht sind ja die Würfel dagegen. Ich würde das jetzt auch... Oh, wir sind im Vorteil. Ja, vergiss es. Und natürlich würde sie sich auch buffen. Das... Also, es wäre schön, wenn es nicht klappen würde, aber... Ne? Ja, es klappt mit beiden Würfeln. Das wird doch was heißen.
faintest sensation of approval quickens your heart. A hard-won blessing from your mistress. Na toll. Du hast ihr deine Seele versprochen und dafür bekommst du was? Die Gunst der Nachtsängerin. Bis zur nächsten Rast sind wir resistent gegen nekrotischen Schaden. Schattenherz, da hättest du doch nur was sagen brauchen, dann hättest du so einen Trank bekommen wie Karloch und fertig. Da muss man nicht seinen Körper und seine Seele versprechen. Wie gut, dass die anderen das alles nicht wissen. Das kriegen die anderen ja nicht mit. Nachdem Schattenherz hier fertig ist und ein Lächeln auf dem Gesicht trägt, schaut sich Ringel deswegen auch nochmal an. A place of offering to the Dark Lady. May she embrace the entire world. Ja, toll wird das. Ja, dringend gedenklich daran, diesem Altar zu beten. Nicht nachdem er alles über Schariten gelernt hat. Vorher wusste er gar nicht, was das für welche sind, aber mittlerweile kennt er sich doch genug aus, um zu wissen, dass das nichts für ihn ist. Allein schon das Wort Dunkeljustiziar. Also dunkel ist ja okay, aber Justiziar, das geht ja gar nicht. Ach, also machen wir hier weiter, wo es Licht brennt. Wir befinden uns in einer Küche. Aha. Da gibt es wieder 1000 und einen Topf. Irgendwas von besonderem Interesse. Oh, wir haben Silberteller. Naja, gut, das wird eingesammelt. Pilze. Ja, ich gehe mal offcam diese Küche durch. Dinkel steckt sich natürlich die ganzen Silberteile hier ein. Und guckt mal in jedes Körbchen und Töpfchen. Und wenn was Besonderes dabei ist, zeige ich es euch. Und auch hier in der Küche gab es nichts Erwähnenswertes. Einige Pilze, einiges Silbergeschirr, einige Küchenutensilien. Und das war's. Keine Schriftstücke, nichts, was die Helden nicht schon mal irgendwo anders gesehen hätten. Außer vielleicht weiße Pilze. Es gab weiße Pilze. Die hatten wir, glaube ich, noch nicht irgendwo gefunden. Hier. Köstlich, wenn in Knoblauch sautiert, in Sahne gekocht oder mit etwas Kalbfleisch gegrillt. Ja, das sind Lagervorräte. Haben wir dafür den Schlüssel? Ah ja, das war der Schlüssel, den der gestorbene dunkle Justiziar bei sich hatte. Der hat sich hier eingeschlossen. Der hatte, ja, also zwar hier in der Tempelküche letztlich. Er hat die Türen verriegelt und ist dann hier trotzdem verhungert. Beziehungsweise er ist nicht verhungert. Es ist ja noch einiges da, was er hätte essen können. Das Feuer brennt offenbar auch ewig. Und die Dunkelherrin hat ihn zu sich genommen, bevor er des Hungers starb. Oder wie auch immer er das bewerkstelligt hat. Von einer Existenz in die nächste hinüber zu gleiten. Oh, Wasser. Was ist denn das? Das hier ist der Aufzug. Das hier war der Raum mit dem Edelstein, wo wir es dunkel machen mussten. Ah ja, guck mal hier. Die Höhle hier, die wir hier gesehen hatten, das ist genau die, in der wir jetzt sind. Das heißt, hier schließt sich ein Stück weit der Kreis. Und die Frage ist, ist das hier eine Scharprobe oder was ist das hier eigentlich? Ein Loch. Ah, guck mal hier. Genau, das kennen wir schon. Dringil war schon hier unten an diesem Sarkophag, ist dann aber hier nicht über die Pilze weitergeklettert, weil ihm das damals nicht sinnvoll erschien. Und jetzt stellen wir fest, das hier ist im Grunde genommen der Weg, den wir dann jetzt auch schon gegangen sind. Eine vergoldete Truhe. Was?
Ambush, wo? Guck dir den Schweinepriester an. Ein Stufe 8 Mantler. Mann, ist der mies drauf. Der lauert da auf der Pilzkappe direkt über der Truhe. Ja, aber ohne die Helden. Sonnig, Freundchen. War das schwer zu entdecken? Schwierigkeitsgrad 18. Na, das war schwer zu entdecken, tatsächlich. Schatten, das hatte eine 20. Also, wir haben hier einen Mantler. Der hier in einer Überfallstellung lauert. Er ist lichtempfindlich. Ja. Es handelt sich um eine Aberration. Mhm. Ja, Aberration. Was nehmen wir denn da? Haben wir irgendwas gegen Aberrationen? Achso. Schadensresistenzen und so hatte der nicht, oder? Nee. Keine Verwundbarkeiten, keine Resistenzen. Hier machen wir Frost. Blitz. Schall. Aber wir nehmen Fala Aluve, glaube ich. So, von der Erinnerung her haben wir nichts, was gegen Aberrationen wirkt. Zumindest nicht bei Karlach. Bei Dringe sieht das anders aus. Das Ding ist auch nicht klein. Ist auch kein Tier. Keine Pflanze. Ja. Also, dann denke ich, das Ding kann fliegen. Das soll nicht hier hochflattern. Karlach stellt sich da unten hin. Die Frage ist, wie nah wir ran können. Aber eigentlich sollte doch erst da unten der Hinterhalt ausgelöst werden, ne? So sollte man so denken. Also bis hier oben ist wahrscheinlich okay. Der soll ja Karlach auch sehen. Ach, wisst ihr, Leute, das ist doch wirklich Schwachsinn. Wieso greift denn der jetzt schon an? Der lauert hier und hier kommt einer über die Ecke und dann greift er schon an. Ist der denn dumm? Ja, er ist dumm. Mantler, du liegst da seit 100 Jahren auf der Lauer. Wie dumm willst du sein? Antwort Mantler, ja. Ah. Gut. Wir machen das Schlechteste draus. Ist eine Aberration. Wir haben Aberrationspfeile. Irgendwo. Ich bin sicher, dass ich Aberrationspfeile habe. Ganz sicher. Ich finde sie nicht. Also das ist Monster, nein. Also ich bin mir wirklich sicher. Guck mal hier durch. Konstrukt, Tier, Monster, Elementar, Drachen. Aberration ist der Achter, der pink ist. Also der da. Verstehe. Ja, der haut ordentlich rein. Achso, warte mal, der ist ja nicht giftimmun. Dann können wir ihm noch eine mitgeben. Ist zwar billiges Gift, aber es muss ja auch irgendwann mal weg. Ja, hätte ich mir ein bisschen mehr von dem Pfeil erwartet. Sieben und zwölf. Schadenswurf 1, okay. Aber hier Schadenswurf 6. Naja, dann ist es halt so. Okay, also Dringil hat sich gekonnt eingemischt. Schattenherz. Der ist lichtempfindlich. Ach, Schattenherz ist noch gar nicht dran, wegen Initiative. Ich verstehe. Dran ist Dringil. Der geht einfach mal ein Stück zurück. Und versteckt sich hier. So, Karlach, du weißt Bescheid.
Also eigentlich musst du ja... Ja, spring doch mal direkt zu ihm hin. Damit er gar nicht erst auf dumme Gedanken kommt, wobei der relativ weit war. Das könnte jetzt für Will und Schattenherz ein Problem darstellen. Ja, sie macht viel mehr Schaden als Dringil. Aber er ist halbtot und ist jetzt das erste Mal dran. Versucht auch zu vergiften. Schattenherz, der mag kein Licht. Viele für weit entfernt und der Weg ist unterbrochen. Außerdem ist es zu dunkel. Ach, weißt du, es geht wieder alles nicht. Und wenn ich dich runterhüpfen lasse, dann brichst du dir echt alle Knochen. Will, geht da mehr bei dir? Da geht was. Ja. Der war gut, Will, aber damit ist der jetzt für Schattenherz komplett außer Reichweite. Ich meine, Will könnte Schattenherz runterschubsen. Ey, du wolltest doch näher ran. Komm, zack, hupf. Nee, das wäre zwar spielmechanisch eine mögliche Lösung, aber das machen wir nicht. Dann lebt er halt noch eine Runde länger. Got to focus. Ja, you've got to focus, genau. Kannst du irgendwas werfen? Kannst du irgendwas werfen? Das ist auch so ein Bombenbeutel. Wirf doch mal das da werfen. Na, guck mal, das geht. Es gibt zwei Schadenspunkte, aber er brennt. Das heißt, er kriegt gleich nochmal welche. Aber er ist ja sowieso nicht dran. Denn es ist wieder Karlach dran, beziehungsweise Dringil. Aber das könnte für Dringil auch echt weit sein. Da jetzt dahin zu gehen, wo... Na, vielleicht erledigt Karlach das ganze Thema, ja. Kommst du da hoch? Sah jetzt Feuer, aber das ist halt so. Ja, ja, das kannst du dir Schattenherz erzählen hinterher. Was war denn das? Wir greifen... Was habe ich denn gerade angegriffen? Oh, ich habe daneben gehauen, ne? Ja, damit meist natürlich unnötig spannend. Dringil, das musst du doch einen guten Schuss machen. Ist aber nicht so einfach. Ja, da fällt auch Dringil auf die Schnauze, das machen wir nicht. Du musst irgendwie nah genug ran, um ordentlich schießen zu können. Another step forward. So, jetzt bekommst du... mehr Bewegungsrate. So, hier sollte es ja eigentlich gehen. Ja, das geht. Dann nochmal eine Aberrationenpfeil mit dem vergifteten Bogen. 98%. Das ist echt wenig, oder? 7 plus 9, das war ja gar nichts. Er hat noch 2 Punkte. Wenn wir Glück haben, brennt er die weg. Wenn wir Pech haben, brennt er nur einen Punkt weg und ist nochmal dran. Ja, Dringil, du kannst dich jetzt verstecken und da irgendwie ein paar Zentimeter zur Seite gehen. Und dann brennt er weg. Sehr gut. 3 Feuerschaden, 2 haben wir gebraucht. Gut. Ja, Karlach, geht's nicht so gut? Kommt mal rüber und helft mal Karlach, die gerade ihre Wunden versorgt. Na Leute, was dauert denn da so lange? Also, hier kümmert sich Schattenherz um Karlach. Moment, langsam. Wunden heilen.
Ja, mach ruhig mal den da. Sehr gut. Still alive, so that's progress. Ja, progress. Was hat denn diese Aberration bei sich? Nichts. Toll. Was hat sie bewacht? Was war ihr Köder? Naja. Drowgift, Öl des Verderbens, Kampf, Magier, Machtelixier und ein bisschen Gold. Was für eine Mühe für so einen Loot, den wir gar nicht so unbedingt brauchen. Dafür zwei purpurne Pfeile vergeudet. Will, gib dir mal bitte dieses Hüpfen. Wo warst du denn da? On my mind and, well, in it. Kannst du ja auch diese Pilze hochdrehen, Gil? Aha. Ist da oben noch was? Nee. Er ist jetzt da. Die Pilze wären auch bespringbar. Aber auch hier entdeckt er nichts mehr. Da ist dieses Loch. Und ich denke, damit haben wir die Höhle auch abgearbeitet. Da war der Mantler drin. Keine Ahnung, ob das eine Scharprüfung war. Wir sind ja im intakten Flügel. Das heißt, hier sind ja eigentlich die Proben. Tja, wer weiß, was Schar sich dabei gedacht hat. Und weiter mit den Helden geht's jetzt eigentlich, indem wir die andere Tür... Welche denn? Die da aufschließen, aber die hat ja nur so einen einzelnen Raum. Wir müssen... Ach, hier, die Treppe runter. Da ist dann was los. Okay. Aber trotzdem gucken wir uns erstmal diese Tür an, beziehungsweise den Raum dahinter. Und ich schaffe die Helden schon mal hin. Und was sich hinter der Tür verbirgt, es sind nämlich drei Truhen, kann ich euch jetzt schon sagen. Aber ihren Inhalt, den schauen wir uns an im nächsten Teil. Bis dahin!